Herzlich willkommen bei Let's Make Money und zum 9. Tag des Rubbellos Adventskalenders. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent. In unserem Aldi-Kalender waren zwei Pralinen drin, die wir jetzt mal zur Seite legen. Unseren selbstgebauten Kalender legen wir auch zur Seite und fangen hier mit dem Westlotto Rubbellos an. Mal sehen, ob wir am ersten Advent hier mal ein bisschen Glück haben. Das könnte ein Euro werden. Es wird ein Euro, jawohl, ein Euro zum ersten Advent hier rausgerubbelt. Erstmal hier die Rubbelfläche freimachen. So, ein Euro geht in die Rubbelkasse, wunderbar. Mal sehen, ob es hier weitergeht. Erstmal, ups, meine Herren, nochmal hartnäckig ohne Ende. Aber wir kriegen die Lose da schon raus. Und es erwartet uns zweimal das 50 Cent Weihnachtslos von NRW. Ein Goldhamsterlos, ein Lucky 7 Los und ein Glücksschweinchen. Wir fangen mit dem Glücksschweinchen an und schauen mal, was wir drunter haben. Drei gleiche Beträge und wir haben den jeweiligen Betrag gewonnen. So. 1 Euro, 20 Euro, 40 Euro, 2x 40 Euro, 2x 1 Euro, 2x 5000 Euro, 2 Euro und 4 Euro. Leider eine Niete, schade. Das Lucky 7 los. Wir müssen eine 7 unter der Rubbelfläche finden. Dann ist der jeweilige Betrag gewonnen. 4 Euro. Ach, 4, ja. Eine 4 und hätten wir 10 Euro gewonnen. Eine 2, wir hätten da 4 Euro gewinnen können. Eine 5, 40 Euro. Eine 8, nah dran. Eine Chance haben wir noch. Eine 1, schade, schade, schade. Somit leider eine Niete. Dann schnappen wir uns den Goldhamster. Drei gleiche Symbole und wir haben den jeweils, drei gleiche Symbole und wir haben den jeweiligen Betrag gewonnen. Der Betrag wäre 1 Euro und wir haben dreimal den Salat. Wunderbar. Hier ist der Code. Noch 1 Euro. Jetzt haben wir noch zweimal die Chance hier mit dem Weihnachtslos von Westlotto. 2 Euro, 10 Euro, 1000 Euro. 10.000 Euro. Und leider eine Niete. Ein Los haben wir noch. So, das könnte ein Euro werden. Wird das ein Euro? Das wird noch ein Euro. Jawohl. Code hier irgendwie freirubbeln. Noch ein Euro. Da haben wir heute richtig abkassiert. Ich hole einmal die Gewinner hier ins Bild. 3 Euro heute hier am 9., am 2. Advent. Jetzt bleiben uns natürlich noch die holländischen Kalender. Ja. So. Geschenk freirubbeln hier. Und es sind Handschuhe. Ja, letztes Mal habe ich ja den Weihnachtsmann hier mit dem Schneemann verwechselt und habe dann hier hinten falsch angezeichnet. So, das heißt, wir hatten letztes Mal den Weihnachtsmann. Den Schneemann habe ich hier schon wieder ausradiert und hatten heute die Handschuhe. So, so sieht's aus. Noch ist kein Gewinn ersichtlich. Schauen wir nun auf den zweiten Kalender, rubbeln den 9. frei und haben einen Schlitten. Einen Schlitten, das ist unser erster Schlitten. Den zweiten kann man nicht so schön malen. Ja, bleibt uns nur abzuwarten, wie sich das hier entwickelt. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Rubbelvideos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.